So. Ist da jemand? Keine Bewegung! Fuck! Fuck! Bitte geht wieder weg. Ach komm, ihr habt doch eh keine Ahnung, wo ich bin, oder? Ihr dürftet doch eigentlich absolut keinen Schimmer haben, wo ich bin. Fuck, Alter. Oh fuck, 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 fuck. Er ist hier. Alles durch. Oh Gott! Er könnte da drüben sein. PDA. Halt, ich hatte gerade einen PDA, den möchte ich gerne lesen. Nein, nein, nein. Achso, das ist der gleiche wie eben. Lol. Okay. Irgendwo da ist eine Kamera, die ist egal. Noch ein PDA. Noch ein Code. Okay. Dann geh auch wieder zurück, wenn hier nichts ist. Ernsthaft. Wenn hier nichts ist, geh zurück. Er ist nicht hier. Sei vorsichtig. Okay, jetzt sind die Typen alarmiert, aber nicht. Okay. Eieieiei, das will ich alles gar nicht. Also, so wie ich das hier gerade mache, das will ich ja alles gerade gar nicht. Aber gut, was soll ich tun? Ein Missgeschick jagt das nächste. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, shit. Tut mir leid, aber ich muss jetzt nochmal die aufmerksam machen. Ja, diese Kamera muss weg. Die ist schlecht. Ist an einem ganz beschissenen Ort. Also, solange die nicht wissen, wo meine Schüsse herkommen, ist eigentlich alles noch relativ in Ordnung. Da kommt ein Mech. Oh shit. Was will der denn hier? Oh fuck it. Was ist das? Nein, ich bin nicht hier. Keiner ist hier. Geh weg. Hier ist niemand. Noch ein PDA. Der Code lautet... noch mehr Codes. Okay, wir haben es verstanden. Hier sind super viele Codes. Wisst ihr was? Ich bring den lieber tatsächlich komplett weg. Kann ich bitte mittlerweile. Könnt mich alle mal. Bisschen Revolver, dankeschön. Revolvermunition, yes! Apropos Revolvermunition, ich glaube, den Revolver, den können wir hier, glaube ich, tatsächlich gleich mal gebrauchen. Moment mal, ich bin hier am Anfang wieder. Wirklich?
Scheiße. Oh, Grütze. Oh, Grütze. Was? Du stehst einfach wieder auf. Was bist du denn für ein Arsch? Wen haben wir denn da oben? Wenn ich mich recht entsinne, sollten meine Kugeln Explosivschaden machen, wollte ich sagen. So was? Gut, ich glaube, wir haben jetzt Ruhe. Pistolenmunition. Yes! Betäubungsgewehr. Wer braucht denn ein Betäubungsgewehr, bitte? Wie ratzen hier? Ja, okay, das mit dem Stealth ist wirklich nicht meins, glaube ich. Ich glaube, ich sollte niemals irgendwelche... deswegen bin ich wahrscheinlich in Splinter Cell auch nie weitergekommen. Na gut, was soll man machen? Passiert halt, ne? Okay, so, wir hacken uns mal hier durch die Gegend. Ohne Probleme... Zumindest wahrscheinlich ohne Probleme. Ja, es wird alles kein Problem sein. Zugriff gewährt. Du kannst Depot A nehmen. Aber nur 24 Stunden. Mit dem Code blablabla kommst du rein. Achtung, das hatten wir schon. APAV, ich schätze, wir werden etwa 8 Stunden brauchen, um die Fracht aus dem Schuppen ins Lager auszuschaffen. Weitere 2 Stunden werden vonnöten sein, um sämtliche Spuren zu beseitigen. Okay. Ja, piep, 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 piep. Ich hab's verstanden. Ich bin ein Gegner und bin schon hier und überhaupt. Es nervt mich nicht mit dem Gepiepe. Wir sind ja schon fast alle tot. Also ich hab ja eigentlich... Da gehe ich jetzt nicht ran. Haben wir hier eigentlich noch irgendwie Gewehr, also zusätzliche Energiezähne? Eigentlich auch ganz geil, ne? Na, ich will das nicht. Nee, lieber nicht. Ich will doch endlich meine anderen Sachen hier haben. Tongs Sprengstoff bei... Ach, wir haben es gefunden. Sie könnten meinen Jungs noch einiges beibringen, Jensen. Tong, woher haben Sie diese Frequenz? Uraltes chinesisches Geheimnis. Hören Sie zu. Sie werden das Päckchen in das Büro von Verwalter Wang bringen. Legen Sie es dem Dreckskerl auf den Schreibtisch und lösen Sie es aus. Klingt das gut für Sie? Klingt, als würde ich Ihnen einen Gefallen tun. Was habe ich davon? Die Explosion wird die Wachen ablenken. Sie springen in einen Frachtpott und weg sind sie. Aber sie haben nur einen Versuch. Sobald das Ding scharf ist, gibt es kein Zurück mehr. Alles verstanden? Verstanden. Erst scharf machen, wenn ich bereit bin. Okay, kein Problem, kann man machen. Aber das Problem ist eher, oh, die haben 10mm Pistolen. Oh Gott, ist das geil. Die haben... Oh Gott, ich muss alle Typen hier finden. Da oben waren noch Sniper und sowas, ne? Ich muss mal alles finden hier, was hier noch übrig ist. Ist hier eine Kamera, die mir jetzt auf den Senken geht? Nee, okay. Komme ich nicht hoch. Ich muss mal höher springen können.
Aber dafür brauche ich mehr Erfahrung. Nein, 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 ist schon, war schon richtig. Weil ich dich irgendwie... Stopp! Und... Nein, stopp, stopp, stopp! Nein, 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 nein! Auch nicht. Ja! Das reicht nicht, ne? Das reicht nicht. Oh, Sniper, nice. Ach, hier ist auch eine Leiter. Das kann ich natürlich auch machen. Das ist ein bisschen langweiliger, aber ein Leiter geht natürlich auch. Noch ein PDA. Noch ein Code? Ja, 6555. Wofür sind diese ganzen 5 Milliarden Codes bitte gut? Für die ganzen Container? Aber die Container haben hier gar keine Codes. Das ist ein wenig verwirrend. Also hier ist noch ein offener Container, aber das war's auch. Ja, Standardgewehrmunition. Geil. Ich habe jetzt ungefähr in diesem Gebiet hier 5 Codes gefunden. Mindestens 5 Codes. Ich habe für keinen einzigen dieser Codes eine Verwendung gerade. Eventuell sind die alle da hinten in dem Lager, aber keine Ahnung. Da hinten gibt es aber noch ein paar Feinde. Ja. Ach, wunderbar. Dankeschön. Okay, dann brauchen wir hier in der nächsten Zeit anscheinend irgendwie nichts mehr hacken. Ich glaube, das brauchen wir in nächster Zeit nicht. Das hier scheint ein Sicherheitscomputer zu sein. Hallo, ein Sicherheitscomputer zu sein. Das heißt, ich kann hier mal eben die Kameras abschalten. Sollte an sich auch nicht so schwer sein. Zugriff gewährt. So, ja, tatsächlich, das sind die letzten beiden aktiven Kameras. Türen, keine Verbindung, okay, alles klar, dankeschön. Damit hätten wir die Kamera hier wohl auch ausgeschaltet. Ja, gehen wir von oben rein, würde ich sagen. Sollte jetzt nicht das große Problem sein. Ich sehe jetzt zumindest niemanden. Präzisionsgewehrmunition! Yay! Ich kann sogar noch höher. Will ich das denn? Oh, Entschuldigung. Wo geht's denn hier lang? Keine Ahnung, wir probieren es aber mal aus. 6555. Also man kann ja halt hier auf die verschiedensten Arten und Weisen vorgehen. Ich in meinem Fall, ja, weiß ich nicht. Gehe jetzt einfach mal einen Weg, den ich jetzt hier gefunden habe. Entlang. Okay, was haben wir denn da? Wir haben... Ich sehe da einen Gegner, ich sehe da zwei Gegner, ich sehe... Das ist schlecht. Wieso kam das jetzt aus dem... What the fuck? Keiner von denen wundert sich, dass einfach ein Mac vom Himmel fliegt. Was ist das denn für eine... Also das ist, auf die Erklärung wäre ich ja mal gespannt, bitte. Da bin ich zu weit weg, okay. Also ich weiß, einige mögen meine Spielweise nicht sonderlich mögen. Aber... Wisst ihr was, wir können eigentlich mal... Wir können eigentlich mal einfach YOLO-Mode gehen. Mach mal Kick-Save. Ach, Hallöchen.
Wo kommst du denn her? Oh shit! Jo, ich würde sagen, wir verschießen einfach mal das Lasergewehr hier. Das ist eigentlich ganz geil. Okay, für Humanoide wohl nicht ganz so geil. Nein, nicht nachladen. Kaboom. Ja, gut, so viel dazu. Das war jetzt auch nicht allzu schwer. Jetzt gequickset oder nicht? Ja, habe ich. Das war jetzt nicht allzu schwer. Das Lasergewehr hat mir ganz gute Dienste geleistet. Finde ich sehr schön. Hat das auch mal irgendwie was gebracht. Ich weiß, einige von euch mögen mein Vorgehen wahrscheinlich nicht, aber die sind mittlerweile das Let's Play wahrscheinlich schon auch gar nicht mehr am Gucken. Also, wer meine bisherige Spielweise nicht mochte, der wird auch mit Sicherheit wahrscheinlich nicht mehr sich das angucken können. Das tut mir, naja, eigentlich nicht leid. Das ist halt meine Spielweise, so spiele ich halt. Passiert. Ich bin halt eher der Shooter-Spieler anstelle von dem Stealth-Spieler. Zugriff gewährt. Keine Verbindung. Ich kann die Kamera ausschalten, die ich schon längst gekillt habe. Okay, guys. Geile Sache. Okay. Gut. Ich kann mich hier sogar verstecken. Gut. Hätte ich gekonnt. Sagen wir es mal lieber so. Hätte ich gekonnt. Ja. PDA mit irgendeinem Code? Bürocode 329, Dankeschön. Okay. Dann könnten wir hier reingehen. Och, da haben wir sogar auch einen Code für, Dankeschön. Achso, halt, haben wir irgendwo einfach Gegner? Nein, wir haben nur PCs, weitere PCs hier, die alle eigentlich relativ unbedeutend sind. Wir können ja mal reingucken, aber ich glaube, eigentlich da steht nicht wirklich was Sinnvolles drin. Behaupte ich jetzt mal. Okay, wir können auch einfach mal was einsetzen, das passt schon. Zugriff gewährt. Jo-Virus, dankeschön. Jürgen hatte gerade eine Begegnung mit einem... Was? Welthammer, Soldaten. Hat mich behandelt wie ein Hund, soweit nichts Ungewöhnliches. Aber diesmal habe ich mir das nicht einfach gefallen lassen. Ich habe ihm gesagt, dass er gefälligst allen etwas Respekt zeigen soll, aber er hat mich nur ausgelacht. Meinte, ich hätte Glück, dass nicht er heute Nacht die Frachtkapsel verlädt. Wir dürfen nicht länger stillhalten, was die Vorkommnisse hier angeht, Jürgen. Aber an wen können wir uns wenden? Ich habe solche Angst. Okay. Ich mache euren Drucker mal kaputt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh, Virus, Viren. Ich habe auch Viren einfach um meinem PC, also neben meinem PC liegen. Falls mal irgendwas Wichtiges ist. 15% dürfte ja wohl kein Problem sein. Zugriff gewährt.
Bitte kontaktieren Sie umgehend die Produktionsabteilung von Ximing. Sagen Sie ihnen, dass die letzte Fahrkapsellieferung fehlerhafte Regulatoren hatte. Wie soll Bell Tower seine Kunden frische Ware liefern, wenn nicht genug Sauerstoff für die Transportdauer vorhanden ist? Okay. Wie gesagt, sind nette E-Mails. Ah. Sind Sie bereit, Hengshire zu verlassen? Für immer zu verlassen? Ja. Bin ich. Scheiße. Tong hat mich verarscht. Das Ablenkungsmanöver war also nicht nur für mich, oder Tang? Pritchard, ich bin mal eine Weile nicht erreichbar, Dauer unbestimmt. Wieso? Was haben Sie vor, Jensen? Ich folge einer Spur. Und wo genau führt diese Spur Sie hin? Wieder! Schaffen Sie das Zeug vom Feuer weg! Wir rücken jetzt ab! Verladen und sichern Sie die Post! Antworten Sie, Jensen! Wohin gehen Sie? Wenn ich das wüsste, Pritchard. Wenn ich das wüsste. Das ist kalt. Okay. Einige Tage später. Pritchard, sind Sie zufällig noch da? Jensen, mein Gott, Sie waren tagelang offline. Wo zum Teufel stecken Sie? Ich hatte gehofft, das könnten Sie mir sagen. Ich pinge Sie jetzt an. Sie sind in Singapur. Total unüberrascht, dass Sie sind in Singapur. Da stimmt was nicht, Jensen. Ich habe Sie angepingt und eine Sekunde später war Ihr GPL-Signal weg. Als wären Sie in einem schwarzen Loch verschwunden. Muss ein Störsender sein. Offensichtlich. Wenn Sie ihn finden und abschalten, kann ich Ihre Spur verfolgen und Sie enger an die Leine nehmen. Ich habe Wichtigeres zu tun, als Ihnen zu helfen, mich zu überwachen. Wenn Megan und Ihr Team hier sind, darf ich keine Zeit vergeuden. Wir machen einen kurzen Cut.